jetzt gezeigt, gemacht hat oder machen hat lassen von dem großen Maler Stieler, Josef Stieler, der hat sie alle gemalt. Der König hat die Damen kennengelernt und dann hat er es nochmal kennengelernt und dann, was war dann, da hat er es malen lassen. Und dann kam eine Dame, die ihn zum Absprung gebracht hat, wer war das? Villola Montes. Und ich bin der Maler Prinz, ich mache meine Galerie, die ist ganz anders. Das ist nämlich eine Schönheitsgalerie des Erfolgs. Der Erfolg kommt von innen raus, die Schönheit kommt innen und außen natürlich. Und meine Galerie der Schönheiten ist eigentlich eine besondere Galerie. Die hat mit dem König Ludwig seiner Galerie eigentlich wenig zu tun. Also ich will jetzt eigentlich nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe an der Michaela, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ich enthülle das Bild und das müssen wir umdrehen, weil ich habe noch daran gearbeitet. Sie hat vor etlichen Jahren Modell gesessen und ich habe immer noch daran gearbeitet. Was ist das Mikrofon? Ja. Und der Mantel, den wir damals gehabt haben, vor über 20 Jahren ist sie Modell gesessen, mehrfach. Vorher habe ich die Neubauer gemacht, die habe ich nicht eingeladen, die Neubauer. Hansi-Sigi gerade, Flashy-Sigi, wo bist du? Du bist auch da mit dem Bild. Der Fleschenberg ist, du musst da auf die Bühne. Flashy, komm, ja. Machen Sie etwas kleiner, bitte. Flashy. Komm. Despina, mein Mann. Genau, da ist der Mann. Der Mann muss auch auf die Bühne. Und mein Mann hat gesagt, wenn ich das Bild sehe und ich bleibe, dann gefällt es mir. Und sonst gehe ich. Er ist immer noch da. Also die Geschichte mit diesem Bild ist, 1999 hat der Wolfi angerufen, wir kennen uns von diversen Münchner Veranstaltungen, auf der Wiesn und auch sonstige bayerische Veranstaltungen. Und er hat gesagt, du, ich mache eine Schönheitsgalerie, die kommt 2000 raus und du musst unbedingt eine. Und du musst jetzt 2000. Und du musst unbedingt eine von den Schönheiten sein. Ja, wie gesagt, habe mich sehr geehrt gefühlt und habe gesagt, ich mache das. Dann hat er gesagt, ja, du musst aber zu den Sitzungen kommen. Ich habe gesagt, ja, wie viele Sitzungen sind denn das? Ja, das weiß ich noch nicht. Hat er gesagt, aber du musst schon erstmal kommen, dann schauen wir mal, was du anhast. Weil ich wollte irgendwie, dass das schon sexy ist, irgendwie. Dann habe ich gesagt, du, also irgendwie so ein Nacktbild möchte ich nicht machen. Ja, ich habe einen super Ledermantel, wo ist er? Und wenn du den anziehst, ich mache das schon so. Ja. Ja, und dann bin ich im Stuhl gesessen, beim ersten Mal, da haben wir das ein bisschen hintrapiert. Ich habe gesagt, ja, okay, da habe ich so einen Spiegel, habe gesagt, stell mir einen Spiegel hin. Und dann hat er angefangen und da war, beim ersten Mal bin ich schon mal 3 oder 4 Stunden gesessen. Dann habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Ich muss jetzt haben, dann anders mal. Ich glaube, ich war 3-mal oder 4-mal. Nein, du warst 9-mal. 9-mal. Die Neubau haben wir. Also ich habe 3-mal in Erinnerung, aber das war immer sehr lang. 9-mal. Auf jeden Fall war dann das Bild immer noch nicht fertig. Und dann kam das Jahr 2000 und ich habe gesagt, Wolf, was ist jetzt mit der Schönheitsgalerie? Ja, hat er gesagt, das ist noch nicht fertig. Ich habe noch so viele schöne Frauen, die ich malen will und ich habe es noch nicht fertig, der Beutel ist auch noch nicht fertig. Und so passierte es, dass ich Jahr für Jahr den Wolfi irgendwo getroffen habe und er kam immer her und hat gesagt, du, jetzt müssen wir mal die Ausstellung mit deinem Beutel machen. Das ist jetzt 22 Mal passiert, 22 Jahre sind übers Land und jetzt hat er das wirklich geschafft und darum gratuliere ich dir.
dass das Pudel fertig ist. Ja, ich bin noch nicht fertig. Aber man sieht eben auch, es ist 22 Jahre her. Also er müsste jetzt eigentlich wieder anfangen und nochmal ein neues Bild malen, weil das ist ein historisches Bild von mir. Also, die Michaela hat mir jetzt geschweigert und hat dann die Wahrheit gesagt. Ich bin auch bei der Wahrheit. Ich habe ein Bild gemacht, wie sie damals war. Wie sie damals war. Und sie ist aber heute fast gleich. Die Schönheit kommt von innen raus und sie ist gewachsen. Sie ist eine tolle Frau und sie ist für mich die beste Frau überhaupt in der Szene. Dass ich die nicht versteh, dabei bin ich sprachlos, will ich die bloß sehen. Was ist das? Ja, was ist das? Wenn du bei mir anrufst, dann geht's wieder los. Ich wär ganz nervös, so wie machst du das bloß? Was ist das? Was ist das? Mikrofon brauchen wir! Kann doch kein Spui sein, ich glaub, das muss cool sein, wenn du mir in die Augen schaust und mir den Verstand raust, dann weiß ich genau, das muss halt so sein. Ja, das muss halt so sein. Ja, ich weiß ganz genau. Ja, du bist für mich wie ein Himmelsgeschenk. Ich kann nicht mehr schlafen, wenn ich an dich denk. Was ist das? Was ist das? Glaub mir, ich kann das kaum selber verstehen. Mit dir da den locker zum Standesamt gehen. Wir brauchen die Jugend. So, was ist das? Captain Smith of the morning had a very manic affair. When her daddy tried to cable him, she said, "Oh, daddy, boy, don't you dare to give me fever." When he
eyes, fever and flame in me. Fever, I'm a fire, fever, yeah, burn for soon. Now you've listened to my story. Here's a poem that I have made. The cats are born to give chicks fever. Be a farmer out of sandy grave. They give you a fever. When they kiss you, kiss them with flame and you. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. I said, what a lovely way to burn. I said, what a lovely way to burn. I said, what a lovely way to burn. Ihr müsst, wenn ihr ruhig seid, also dann hört ihr mir später, dann könnt ihr ein bisschen klar machen. Jetzt, wenn ihr ruhig seid, ich spiele was vor. Schön, oder? Ich bin der Günther und da bin ich daheim. Jetzt pass auf. Ich habe ein paar Songs. Viel kann ich nicht, aber das reicht schon für euch. Sei nicht so ekelhaft, gell? So nicht. Okay. Was war das für ein Lied? Ja, in Schwabing gibt's ja Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute, die und mir es gar nicht rein, in Schickeria. In Schickeria. Jeder spielt ein Superstar, sauft ein Champus an der Bar. In der Schickeria, schick, 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 Schickeria, schick, 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 Schickeria. Jetzt kommt die zweite Strophe. Wird schon komplizierter. Ja, Mai, wie kommst denn du daher? Ein wenig ausgeflippt muss schon sein. Sonst blast dir der Gorilla an der Eingangstür nicht rein. Schickeria. Danke für die Unterstützung. In Schickeria. Jeder zieht sich aufs Flippo, weil er sonst nicht landen kann. In der Schickeria. Mach's nicht mehr. Ja, doch. Bei der nächsten Strophe. Jetzt kommt die dritte Strophe, die ist für den Konstantin Becker. Ja. Ja, gestern haben wir gehascht, doch heute sagst du von Kokain. Und morgen sitzen wir im Stadelheim, aber Hauptsache wir sind in der Schickeria. In der Schickeria. Ihr seid großartig. Jeder Mann, der ist ein Star und schnupft mir wohl, dass er was tut. In der Schickeria. Schick, 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 danke. Schick, 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 sch